Doch, ein bisschen Angst habe ich schon. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wie sich das weiterentwickelt. Ob wir noch weniger Gas bekommen aus Russland und irgendwann nur noch die vollen Speicher haben, aber es kommt nichts mehr nach. Mache ich mir schon Sorgen. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Belastung. Das ist eigentlich gar nicht mehr zumutbar, finde ich. Irgendwann, wir sind Rentner. Also es ist ja nicht so, dass wir das Geld jetzt in Hülle und Fülle haben. Wir kriegen keine Lohnerhöhung und alles wird immer teuer geworden. So, ich habe richtig Angst. Also wir haben ja sowieso schon unsere Pauschale erhöht. Ich werde mir einfach etwas mehr Geld zurücklegen, um zu wissen, dass ich dann im Winter mehr zahlen muss. Beziehungsweise werde auch Menschen, denen ich eine Wohnung vermiete, jetzt frühzeitig Bescheid sagen, dass sie mehr Nebenkosten haben werden. Wahrscheinlich müssen wir nochmal erhöhen. Ja. Dann, damit man nicht am Ende eine große Rechnung kriegt. Ne? Man muss sich halt daran gewöhnen, dass man 50, 100 Euro mehr bezahlen muss im Monat. Das wird auch auf Dauer sein. Das wird jetzt nicht eine einmalige Sache sein. Das wird so nie wieder sein, wie wir es gehabt haben. Ne? Na, hier muss man mit Strickjacke sitzen. Keine Ahnung. Abwarten. Demnächst habe ich eine Wärmepumpe. Da hoffe ich mir dann auf jeden Fall hoffentlich etwas bessere Preise sozusagen und keine Abhängigkeit vom Gas mehr. Ich denke mal, es gibt sehr viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Dass man da von der staatlichen Seite doch irgendwas unternehmen müsste dann. Wenn es wirklich so käme. Aber es wird schlimmer werden.